Hallo, was geht ab? Erstmal danke fürs Einschalten und willkommen zurück bei Summon Guide. Hier sind wieder mal der Sti und der Elaran. Hallo. Und ja, wir möchten in diesem Video eigentlich bloß kurz unsere neue Gilde vorstellen. Das wird einfach so ein kleines, kurzes Informationsvideo. Und ja, wir fangen doch gleich mal damit an. Wir hatten schon ein paar Mal eine Anfrage, wie das eigentlich aussieht, ob wir denn auch eine eigene Gilde haben oder ob wir mal eine Gilde machen würden. Und ja, diese Idee hatten wir schon lange, aber wir sind bis jetzt eigentlich noch nicht dazu gekommen, die durchzusetzen. Und ja, mittlerweile ist es soweit. Also die Gilde gibt es bereits, aber bis jetzt ist sie noch nicht aktiv, weil ja, wir halt einfach noch zu wenig Mitglieder in dieser Gilde haben. Und ja, wir werden es uns einfach mal kurz anschauen. So, unsere Gilde heißt passend zu Summon Guide natürlich Summon Guild. Das war Glück, dass die noch nicht dass der vergeben Name noch war. Frei war. Das war ganz geil. So, dann werde ich doch kurz mal den Text vorlesen. Dies ist eine Gilde vom YouTube-Channel Summon Guide. Herzlich eingeladen sind alle Abonnenten, Zuschauer und aktive Summoners War Zocker und Zockerinnen ab Level 35. Wir sind eine simple Farmgilde. GK-Regeln, benutzt alle eure Schwerter, welchen Gegner ihr wählt, könnt ihr selbst wählen oder entscheiden, wie auch immer. Und bei irgendwelchen Fragen wendet euch an, eigentlich egal, einfach jemand von uns oder ihr könnt uns eigentlich auch direkt auf den YouTube-Kanal schreiben oder in den Gilden-Chat oder sonst wo. Einfach irgendjemand von Summon Guide müsstet ihr anfragen und dann werden wir euch natürlich für Fragen oder sonstiges zur Verfügung stehen. Und ja, jetzt nochmal zurück zu der Gilde. Die Gilde gibt es zwar, aber sie ist, wie gesagt, bis jetzt noch nicht aktiv. Warum nicht? Weil wir sind einfach noch zu wenig Mitglieder in dieser Gilde. Und ja, deswegen machen wir jetzt dieses Video, damit ihr natürlich auch wisst, dass wir diese Gilde haben. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr uns natürlich sehr, sehr gerne eine Anfrage schicken. Und ja, sobald wir dann genügend Mitglieder in der Gilde haben, dann geht es auch gleich los. Und das geht instant los, sobald wir eigentlich die 10 Mitglieder haben für die 10 gegen 10. Genau. Oder je nachdem, wenn wir mehr Mitglieder haben, wird es 20 gegen 20 aufgeschaltet. Genau. Wie und was wir dann genau machen werden und wie, dass wir kämpfen werden, wissen wir noch nicht genau. Aber ich möchte noch kurz sagen, wenn jetzt zum Beispiel jemand hier ist, der wirklich in eine Farmgilde will oder in eine Gilde, die auf Punkte spielt oder, keine Ahnung, so eine Pro-Gilde, dann würde ich abraten, in unsere Gilde zu kommen, weil wir haben eigentlich einfach vor, so ein bisschen, ja, wir möchten einfach ein bisschen farmen und wir möchten da nicht komplizierte Regeln aufstellen, wie ihr müsst das und jenes und... Nee, nee. Also hier geht es wirklich darum, einfach Spaß zu haben, egal ob der Gegner schon einen roten Balken hat. Greift den an von mir aus, ist ja wurscht, es geht bloß um die Punkte, dass ihr euch auch einen Ifrit holen könnt durch die GKs. Genau, und das ist eigentlich der springende Punkt dabei, dass wir bloß eine simple Farmgilde sind, ohne große Regeln. Einfach der Respekt gegenseitig, der ist natürlich gefragt. Ja, aber auf jeden Fall. Das ist klar. Das ist normal. Und ja, natürlich ist uns eigentlich hauptsächlich wichtig, dass ihr eure Schwerter benutzt. Aber wen oder was ihr angreifen wollt, das könnt ihr wirklich selbst entscheiden. Das spielt uns nicht so eine große Rolle. Und ja, wie gesagt, zusammengefasst sind wir oder werden wir einfach so eine wirklich simple Farmgilde, in der ihr wirklich angreifen könnt, worauf ihr gerade Bock habt. Natürlich könnt ihr uns auch im Gildenchat schreiben, falls ihr irgendwie ein Problem habt mit den Runen von einem bestimmten Monster oder so. Dann können wir auch kurz mal vorbeigucken, eventuell vielleicht auch gleich sagen, ja, könntest du besser ruhen oder nimmst du vielleicht die Runen von dem da. Das ist alles möglich. Also im Gildenchat kann man jetzt sogar nachverfolgen, wer was geschrieben hat vor ein paar Stunden. Das ist ein super Update. Und da freuen wir uns jedes Mal natürlich, wenn da irgendwer dann reinschreibt. Auch schon bloß, wenn es Moin ist. Natürlich freuen wir uns drüber. Natürlich, ja. Und ja, damit es keine Ahnung, damit es keine Komplikationen gibt, würde ich noch sagen, einfach um Missverständnisse zu vermeiden, wenn ihr uns jetzt eine Anfrage schickt, dann kann es sein, dass ihr noch nicht sofort in einer startklaren Gilde seid. Das kann, ich habe keine Ahnung, das kann auf jeden Fall 2-3 Tage dauern, bis wir da genügend Mitglieder haben. Also deswegen, wenn ihr keine Gilde habt oder aus euren alten Gilden raus wollt oder einfach Bock habt, in die Summon Guild zu kommen, dann könnt ihr uns gerne eine Anfrage schicken. Und ja, in den nächsten Tagen, wir hoffen natürlich, das geht so schnell wie möglich, wird dann die Gilde auch aufgeschaltet, so dass wir dann auch loslegen können.
So, ich würde sagen, das war's mit der Summon Guild Info. Und ja, wir werden danach auch gleich noch ein anderes Video machen über die Echtzeit-Arena, die es seit neuem gibt. Aber ich würde sagen, dieses Video schließen wir als Gilden-Video, Gilden-Info-Video ab. Ja, damit es auch einfach ein bisschen einfacher ist, ja, um das Video zu sehen. Und ja, deswegen würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt verstanden, wie das mit der Gilde gemeint war. Ansonsten könnt ihr uns gerne schreiben, falls es Fragen oder sonstiges gibt. Und ja, wie gesagt, das war's mit dem Video. Wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Bis dahin, danke fürs Anschauen. Tschö. Tschüss.